Hallo und damit herzlich willkommen hier bei Rückenwind. Ich bin Christian und heute geht's mal wieder auf Tour. Mit dabei heute Kobi. Es geht wieder über den Harz Richtung Thale. Etwa 70 Kilometer. Google Maps sagt 4 Stunden. Ich versuche das mal zu toppen. Vielleicht wären es sogar 3,5. Bisschen Stollenbereifung, je nachdem. War ja jetzt in den letzten Tagen doch ein bisschen feuchter. Denke mal, im Harz wird noch der Schlamm liegen. Da mache ich mich jetzt erstmal los und wir sehen uns dann zwischendurch wieder. Bis denne! So, jetzt gerade noch so durch die Schranken durchgeschlüpft. Dann habe ich jetzt hier auf dem Stern ein bisschen Ruhe beim Hochfahren. Nicht viel Zeit zum Erholen, aber es ist doch schon angenehmer, ohne Autos hier hoch zu preschen. Nächstes Ziel ist dann Nordhausen und von dort geht es dann zur Neustädter Talsperre. Dann bin ich dann schon relativ weit oben auf dem Berg. Von da mehr oder weniger geht es nicht durch den Wald. Erstmal ein bisschen Luft holen. Ich versuche ja heute Rekorde zu brechen. Bis später. I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. So, ich bin aus Nordhausen raus und ab jetzt geht's eigentlich erstmal flach, aber dann doch relativ kontinuierlich steil bergauf. Ja. Bis jetzt läuft's gut. Mega Rückenwind. Ich hoffe mal, dass ich so über den Berg getragen werde. Ja, Wetter super. Top in der Zeit. Wenn es so weitergeht, dann knacke ich meinen eigenen Rekord. Bis später. So, da hinten geht es dann hoch. Ja, und hier fängt es jetzt schon an. Naja, immerhin Rückenwind. So different than when back when we had it easy. Ich bin in Neustadt angekommen und hier beginnt jetzt der Aufstieg zur Talsperre. Da werde ich wieder ordentlich in die Pedale treten müssen. Aber wie gesagt, dann ist guten Rückenwind wird sicherlich nicht so anstrengend wie sonst. Ich bin da optimistisch. Wir lassen uns überraschen. Und oben melde ich mich nochmal. Bis denn. Ach, das Stück hier ist immer herrlich. Optisch geht es bergauf, aber gefühlt ist es, als wenn es bergab geht. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber es fühlt sich geil an, als wenn man bergauf jagt.
bis etwa zu dieser Stelle, wo es dann wirklich bergauf geht. Da merkt man es dann auch. Ich bin jetzt kurz vor der Talsperre. Jetzt haben wir 1,5 Stunden geschafft. 1,5 Stunden sind noch vor mir. Ich sag mal, eine halbe Stunde werde ich brauchen, um über den Kopf zu kommen. Und dann hoffe ich mal, dass es auf der anderen Seite so schön runtergeht, dass ich die Zeit wieder einhole. Und die 3,5-Stunden-Marke knacke, dann bin ich sehr zufrieden heute. Aber erst mal oben an. Gut, dann bis gleich. Durch die Talsperre abgehakt. Jetzt geht's stramm weiter nach Güntersbergen. Und dann geht das mal ein Stückchen flach, bis es dann wieder richtig schön steil wird. Alles klar. Bis denn. Aus Güntersberge bin ich raus. Jetzt geht es weiter nach Friedrichsbrunn in 8 Kilometern. Ja, Wetter ist ein bisschen wechselhaft. Dafür, dass ja eigentlich heute Sonne angesagt war, hat es jetzt zwischendurch sogar schon mal genieselt. Da hatte ich schon ein bisschen Panik, weil ich nichts weiter mit habe. Relativ schlecht vorbereitet auf Regen. Ja, jetzt klart es gerade wieder auf. Aber der Wind schiebt schon eine schöne Wolkenfront vor sich her, wo das ein oder andere Gewitter sicherlich mit drinne steckt. Naja, weit ist es nicht mehr nach Thale und ich hoffe, ich bleib trocken. Bis denn. Noch 12 Kilometer bis Thale. Einen steilen Berg hoch und dann geht es erstmal schön 10 Kilometer bergab. Bisschen treten zwischendurch. Ja, liege sehr gut in der Zeit. Hoffentlich schaffe ich es in einer halben Stunde. Bis denn! Erstmal gemütlich. Ja. Junge, Junge, ich bin ja nicht mehr gewohnt. Ja. Jetzt eine Zeit lang Flachland gefahren. Das heißt eine Zeit lang, 2 Wochen. Ja, so ist man raus hier. Ein bisschen klettern. So. Gleich geht's auf die Straße. Und dann aber Vollgas. Gut, wir sehen uns in Thale wieder.
So, ich bin in Thale angekommen, eine halbe Stunde eher als Google Maps spekuliert hatte. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Ich bin Christian hier bei Rückenwind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.